Hey Leute und willkommen zu City Skylines. Ja, wenn ihr euch das Let's Play Minecraft von mir auch anschaut, dann wisst ihr, ich bin ein wenig in Zeitverzug. Und zwar bis jetzt nur mit Minecraft. Die letzten 3-4 Folgen musste ich tagsüber kurz aufnehmen, rendern und gleich hochladen für den Abend. Ja, das ist mir jetzt leider heute auch noch bei City Skylines passiert. Es ist jetzt 16.30 Uhr und die Folge kommt um 19 Uhr raus. Das heißt, aufnehmen, rendern und hoch damit. Toter Mensch in der Nachbarswohnung. Hier mal alles weg. Wir haben jetzt hier echte Probleme. Ich wollte eigentlich nicht nur eine Folge aufnehmen, denn es lohnt sich fast nicht eine Folge. Jetzt erstmal hier wieder aufräumen. So. Gut. Das Zeug hier mal weg, was unbewohnt und kaputt ist. Und wenn das nicht klappt, dann werden hier eben die ganzen Gebäude abgerissen. Okay. Jetzt das Autoproblem haben wir auf dieser Seite immer noch. Wie sieht es eigentlich hier hinten aus auf unserer neuen Autobahneinfahrt? Da strömen die Autos auch rein. Perfekt. Kommt gut. Autobahn funktioniert. Ja, und wir werden dann, das muss auch mal weg, okay. Wir werden dann hier oben, Steuern zu hoch, ja dann tschüss. Steuersenken gibt's nicht. Ich habe jetzt keine Zeit, um Steuern zu senken. Ich setze sie eher mal nach oben. Was ist hier los? Nicht genügend Rohstoffe. Was braucht ihr denn für Rohstoffe? Nur Uran. Ja. Unsere erste Folge hier, unsere erste Stadt hier geht so langsam den Bach runter. Ich weiß ja nicht. Aber ist ja nicht so schlimm, denn gerade diese Häuser hier, die würde ich dann gerne mal wegpacken. Ja. Hier von der Autobahn her in die Industrie, das war eigentlich keine schlechte Idee, die ich da hatte. Aber es funktioniert immer noch nicht so ganz, wie es sollte. Deshalb investieren wir jetzt mal hier etwas Geld. Und zwar in diese Straße hier. Ja, viel Geld ist nicht. Aber trotzdem. So, wollte ich hier wieder zurückfahren? Nee, bringt's nicht. Was wir aber müssen, ist hier so in die Industrie rein. Ich muss da zwischendrin mal ein Haus abreißen. Ja, tut mir leid. Das geht jetzt nicht anders. Hier vielleicht auch. Ja. Ja, tut mir leid. Aber es geht jetzt wirklich nicht anders. Wir müssen da uns ein wenig sputen. Hier ist eigentlich alles friedlich und ruhig. Von dem her. Wie sieht es so mit unserer Strom- Wasserversorgung aus? Strom haben wir noch genügend. Nicht so genüge, aber genügend. Wasser haben wir auch noch eigentlich genügend. Müllgebäude. Müllverbrennung. Die reicht auch aus. Hier hinten. Hier hinten nicht. Was kostet uns diese Müllverbrennungsanlage? 30.000, wir haben 100.000. Würde ich mal sagen, ich setze die hier hinten hin. Ja, etwa hier. Ja. Hier habt ihr so oder so keinen Strom, sehe ich gerade. Ja, das ist eben das Zeugs, wenn die Leute hier nicht am Stück bauen. Das ist etwas mühsam. Jetzt ziehe ich hier mal kurzerhand die Leitung so rüber. Und hoffe, dass ich kann die bald wieder abreißen. Friedhof. Ja, jetzt Strom ist da. Das ist okay. Was ist da los? Okay. So. Ja, da kann man noch einige Häuser bauen. Da muss ich jetzt noch nicht wirklich
Gas geben. Industrie hat auch noch genug. Und da geht es wirklich den Bach runter. Ich muss hier ein Gebäude nach dem anderen abreißen. Hier in den Gewerbegebieten. Ich denke mal, wenn das nicht klappt, dann mache ich hier mal radikal einfach weg. Hat sonst wirklich, wirklich, wirklich keinen Sinn. Okay. Ja, hier auch weg. Weg, weg, weg. Wir sind jetzt so beschäftigt, eigentlich eine ganze Folge lang nur aufräumen. Das macht so eigentlich keinen Spaß. Habt ihr da Tipps, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Was mache ich falsch? Weshalb kommt das so? Was könnte ich ändern? Was könnte ich anders bauen? Was soll ich beachten? Was wird ihr da wohl irgendwelche Tipps geben? Was ist hier los? Kranke Bürger? Ja, es hat aber Krankenhäuser. Weshalb geschieht denn das? Weshalb? Ich weiß wirklich nicht. Jetzt hier in unserem ersten Stadtviertel kommt das auch schon. Da ist jemand gestorben. Dann braucht das Haus ja auch nicht mehr. Und hier ist auch noch ein verlassenes Gebäude. Wenn es die Straße hier wäre, die hätte ich jetzt schon längst abgerissen. Wirklich. Aber für die Straße, die ich eigentlich gerne möchte, die wäre ja eigentlich Einbahn. Ach, das würde ja gehen. Hätten wir hier zwei Spuren. Geht das? Geht das? Geht das? Ich versuche es einfach mal. So. Von hier. Ort bereits belegt. Ach so. Okay. Ja, genau. Das geht, das geht. Gut, dann reiße ich jetzt hier mal alles weg. Bis da nach unten. Dann haben wir zwei Spuren hier Einbahn. Gibt es hier vielleicht ein wenig ein Chaos? Ja, 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 Freude ohne Straße. Das ist wirklich klar. So. Bis hier unten. Ziehen wir das jetzt mal durch. Ja, bis hier. Und dann. Was ist jetzt wieder los? Ach so. Habe ich vergessen. Ja. Der Park war vorhin auch nicht da. So. Hatte ich da den Bogen auch schon drin? Ja, muss sein. Oder? Nein, ich hatte nicht so einen Bogen drin. Wäre mir ja wirklich neu. Da war sicherlich kein Bogen drin. Eben. Dachte ich mir doch. So. Jetzt kommt die Straße hier auch weg. So. Dann müssen wir aber mehr so Querverbindungen rüber machen. Dass das auch hinhaut. So. Gut. Jetzt so. Drehen wir uns mal kurz um die eigene Achse. So. Was ist jetzt los? Das ging bis jetzt auch. Ach so. Schon wieder die kleinen Straßen dazwischen. Okay. Hier geht's. So. Und hier anschließen. Okay. Dann jetzt hier einfach vermehrt so Querverbindungen rein. Dass wenn was schief läuft bei den lieben Leuten, dann können die sich noch kurz mal auf die andere Seite begeben. Ich denke mal, das bringt sicherlich einiges an Vorteilen. So. Ja, yeah. So sieht es nicht schlecht aus. Jetzt hier kann man nur so fahren. Hier beides.
ja, Verkehr läuft flüssig. Jetzt reiße ich aber den hier raus, oder? Nee, eigentlich klappt's ja so. Wenn hier jemand gleich wieder zurück will, dann soll er das tun, bevor er in die Stadt kommt. ja. Sonst müsste ich wirklich hier noch eine zweite Spur anbauen. Aber da nach unten klappt es. Ja, es ist wirklich in der Industrie ist das Chaos. Und ich weiß nicht, wie wir das noch anders lösen könnten. Denn das beim Rausfahren das Problem. Die kommen da durch und möchten dann auf die Autobahn. Darüber bauen geht ja irgendwie nicht. Haben wir ja mal angeschaut, wenn ich das hier so. So darüber geht nicht, nein. Das hier, das. Geht das? Nein, auch nicht. Nein, das geht nicht. Sowas wäre wirklich toll, wenn wir so Brücken bauen könnten. Vielleicht geht es auch irgendwie und ich weiß einfach nicht. Aber Mist. Ja. Ich muss mir das mal anschauen, ob es da irgendwie einen Befehl gibt, bei dem man. Wow. Okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt kommt hier mal weg, das ganze Zeugs. Das hat so keinen Sinn hier. Hier wird jetzt nichts mehr gebaut. Keine Lust mehr. Keine Lust mehr, wirklich nicht. So, baut auch die Gebäude ab. Dann kommt hier Wohnviertel hin. So. Jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr, hier ständig Gebäude rausreißen zu müssen. Das geht mir auf den Zeiger. So. Da auch noch. Jetzt reiße ich die noch einmal ab. So. Da werden auch noch einige kommen. Bevor ihr hier wieder. Nein. Ich lasse euch jetzt mal stehen, bevor ich hier was tue. Aber wir haben wirklich das Problem von der Industrie auf die Autobahn. Das klappt nicht so, wie es sollte. Ach, man müsste dann nur rüberkommen irgendwie und dann hier einen Anschluss machen. Das wäre schon alles viel, viel einfacher. Aber da unten durch komme ich auch nicht. Da drüben auch nicht. Es gibt doch sicherlich irgendeine einfache Lösung. Denn so bringt das ja auch nichts. Dann gibt es da wieder Chaos. Ich müsste wirklich da rüberkommen irgendwie. Versuche mal diverse Tasten aus. Aber es bringt alles nichts. Es bringt wirklich alles nichts. Moment mal, bevor wir jetzt hier noch kampflos aufgeben, nein, irgendwie. Was könnte man da noch machen? Irgendwas muss doch gehen. Aber ich denke mal, ich muss mir das auf die nächste Folge anschauen, denn so. Ja, ich habe ein paar Tasten gedrückt und versucht, aber es klappt einfach nicht. Es will nicht klappen. Aber wir sind jetzt so oder so dann eigentlich am Ende dieser Folge angekommen. Hier von der Autobahn her kommen sie rein. Es sind einfach die Lastwagen. Die Lastwagen, die sind so mühsam. Kann ich denn irgendwie, kann ich eine Autobahn-Ausfahrt generieren?
Hier ist auch rein. Würde das gehen, dann kommen die Laster wenigstens mal weg. Auto fährt weiter, Laster fahren da rein. Eigentlich klappt es fast so, wie ich will. Ja, das ist natürlich... So ist wenigstens das Problem mal etwas besser gelöst. Jetzt noch dasselbe für die Laster zum Rausfahren. Und dann käme das nicht schlecht. Hier haben wir jetzt wirklich nur Laster, die gehen wirklich nur in die Industrie. Und hier hinten haben wir Luft für die normalen Fahrzeuge. Die Laster, die von hier kommen, die könnte ich eigentlich auch da drüben dann anschließen, wenn es, ja, mal abwarten, wie es kommt. Ja, jetzt stehen die Laster hier wieder still. Aber sie wissen, da kommt eine Ausfahrt und sie stehen wirklich hier still. An dem Punkt hier. Also auf ihrer Spur. Ja, genau. Reißverschlussprinzip kennt ihr nicht. Doch so, Junge, lass mich rein da! Geh mal weg! Ja, ihr macht einen riesen Chaos. Ihr seid die Besten! Sind das nicht zwei Spuren irgendwie? Doch, sind es zwei Spuren. Wir haben zu viele Laster. Das könnte das Problem sein, dass die Rohstoffe fehlen, die im Laster ankommen. Hier in die Industrie. Weil die im Stau stehen. Das wäre natürlich noch möglich. Jetzt, ich mache hier nur mal einen Versuch. Vielleicht geht der auch in die Hosen. Ich kann es nicht sagen. Wenn ich hier noch eine Straße ansetze. Ich weiß wirklich nicht, was jetzt geschieht. Keine Ahnung. So. Vielleicht bringt es wirklich was, dass wir hier den Stau mal auflösen können. Jetzt fahren vielleicht alle hier rein und stehen wieder auf der Straße. Wir warten das noch ganz kurz ab. Es geht zwar zu lange, bis sich das füllt. Ja, vorerst ist hier besser. Hier kommt es auch viel besser. Da kommen die von oben herab. Die fahren gleich hier so rein in die Industrie. Ja, mal schauen, vielleicht komme ich denn da wirklich so nach hinten durch. Obwohl, hier ist ja nicht so schlimm, hier stehen sie ja wirklich nicht Schlange. Das ist nur von der anderen Seite. Ja, jetzt stehen sie hier einfach an und sie sind wirklich zu doof, zum da noch reinfahren. Ja, ich schaue mir das mal an. Ich sage euch vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen bei City Skylines. Denkt dran, setzt Kommentare nicht unten, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wenn ihr irgendwelche Ratschläge habt. Daumen nach oben, unten, so wie es euch gefallen hat. Und das Abo nicht vergessen, bitte. Das Abo nicht vergessen. Ich freue mich über jedes Abo. Das Abo ist oben rechts. Ich sage tschüss, Leute. Danke fürs Einschalten und bis morgen. Bye, bye.